Doppelkriegern rennt, Leute. Auch wenn wir Boss-Streitigkeit mit Mr. Max hatten, müssen wir ein Crimex rennen, Leute, und alles daran setzen, die Doppelkrieger anzugreifen. Let's go! Lasst ein Like da! Let's go, Leute! Wir müssen Maxi retten, auch wenn er mein Freund ist! Ist der da drin? Leute? Oh! Let's go! Das ist nur Obi-Wan, haltet euch raus! Geht mal weg, ihr lasst sie kämpfen jetzt! Tante! Freunde, was geht? Let's go! Lass Max in Ruhe! Lass Max in Ruhe! Was geht, Freunde? Einfach Ente. Wer ja, ist ein Baby? Ich hätte die Leute nicht. Ach, oh mein Gott. Oh, sorry, was ist denn? Ente! Bitte euch, bitte euch, bereit! Bro, wer ist wer? Los, vor mir auf Flo, Jungs! Flo ist da! Jetzt los alleine, jetzt los, jetzt alleine, jetzt kommt er alleine! Kommt er alleine hier uns! Hey, wir müssen einen tun, fokussen, sorry. Da ist Russik! Ach, der, aha! Der aha! Ist der schießt also auch! Hallöse! So ist das also! Alpi, mein was Freund! Was geht, Freunde? Ah. Alpis Leben wird jetzt gleich draufgehen, so ein Ding ist das! Hey, die laufen genau in die richtige Richtung, Lass sie weiter da in die Richtung pushen! Gabo! Weiter rein! Nein! Gabo! Geh weg, Alter! Gabo! Tani, mein Liebester! Was geht, Rufa? Was geht, Gabo? Ey! Ich hab Gabos Pferd! Ist alleine außen gerade. Okay, auf Banks. Auf Banks, kommt alle rüber. Komm rüber. Ah, jetzt ist wieder weg, jetzt wieder weg. Achtung, Lukas! Banks ist hinter dir! Hä, Lukas? Oh, keine Ahnung, wer da war! Junge, ich bin Baumberger Ritter, was denkst du denn? Oh! Ja, okay. Alter, das ist voll viele jetzt. Banks will ins Wasser, will ins Wasser bauen! Wo ist mein ganzes Team, Bro? Ihr Wasserratte! Ja, und jetzt geht's wieder los. Alle wieder ins Wasser. Ich check gleich, wo alle Leute von mir sind. Wir sind hier, Bro. Wir wollen ab und ins Wasser! Oh, können wir mal abhauen vom Wasser? Jetzt wieder Wasser oder was? Gar kein Nerv. Alpha-Stein hat das Spiel verlassen, der Schießer. Alpha hat das Spiel verlassen, unsere Chance. Let's go! Angriff! Flo, renn weg! Los! Bam! Noch ein Hit! Flo! Jetzt! Attacke! Komm her, Rucksack! Oh, Rucksack ist slow, Rucksack hat einen Appell. Ey, die sind jetzt zu zweit, noch zu zweit. Die sind nur noch zu zweit. Oh, so low, Bro. Ja! Appelhelle! Hier vorne ist er, rechts. Los, dran. Hier vorne, rechts ist er. Endlich bin da. Fetzelangriff! Auf Flo. Jetzt im Lava. Zack. Flo hat sich zurückgezogen! Nee, da ist er noch. Hinter, Russack ist irgendwo hinter uns. Bugangriff! Gruppe, ja, die haben wieder. Nein, Mann! Eins auf die, wieder abgehauen sind! Ja, ich geh nicht ins Wasser. Also, lass mich ins Wasser, Jungs. Mach du jetzt den Pferdchen, Happy-Männer! Leckt es bei euch auch so? Happy-Männer, Leckt es auch nicht. Okay, gut, dann gehen wir auf den Richter. Ja, es bringt halt nichts. Nee, bringt halt nichts, Bro. Das war wieder wunderschön. Alter, MBK! Ja? Hast du die TikTok-Krieger gerade zusammengeholt? Alle zusammengerufen und wir haben einfach nur geguckt. Maxi, es tut mir leid für deine Base, aber ich hab den Vertrag in meinen Händen, der dein Leben entscheidet! Digga, was geht hier bitte ab? Hä? Evive, was macht Evive hier? Hä? Ey. Ich hab nur gesehen, dass Max angegriffen wurde. Jungs, ich hab grad Gänsehaut. Ich check grad gar nicht mehr, was abgeht. Ich hab grad Gänsehaut. Verstehst du, warum wir hier sind? Wer rettet uns? Wir rennen den Berg hoch! Ey, wer? Leute! Fällt sind noch zwei Leute! Wer ist das? TikTok-Clan, ich glaube, ihr habt gerade mein Leben gerettet. Ja, dann Abfahrt! Eigentlich war das nicht die Absicht, aber. Vielleicht. Junge, wo kommt ihr denn her, Alter? Bro, ich hab nur gesehen, dass Max angegriffen wurde. Warte mal,
Haben wir nicht, sind wir nicht befeindet mit denen? Ey, ich hab grad Gänsehaut. Eigentlich sind wir Bro, Max, ihr habt dich gerettet, Junge! Max, checkst du, was wir gemacht haben? Und Moment jetzt gekommen. Gehört dein Kopf uns! Spaß! Ich hab Spaß gemacht! Bro, wir haben hier von Bakes das Pferd, Jungs! Alter, ey, ich hab grad wirklich so Gänsehaut. Jungs, ey, ihr habt mir grad das Leben gerettet, wahrscheinlich. Ja, Max. Einbruchbrüder sind immer füreinander da, auch bei schwierigen Zeiten. Genau. Oh mein Gott. Ey, Stein, ich hab grad wirklich Gänsehaut. Einbruchbrüder, halt! Einbruchbrüder! Ey, die sind anscheinend da drüben auf der Insel. Ja, wir die Stürme? Ja, die sind jetzt was für Fallen wir die Stürme? Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Let's go! Abfahrt! Let's go! Attacke! Phoenixberger Krieger! Phoenixberger Klopse! Klopse! Klopse. Attacke! Phoenixberger Klopse! Wenn sie eure Schuhe, wenn sie in den Klops gehen, denkt dran! Die haben sich alle versteckt vor uns! Ey, Bro, ist das übel, ist das übel! Bro, also das ist wirklich... Ey. Sind doch weg! Sind weg. Alter. Ey, Leute, ich will euch einladen in die Paulberger Burg. Lasst uns kurz besprechen. Ja! Ja. Lasst uns kurz besprechen. Bro, also ich... Ja, das ist die Bro nur am Abhauen, nur im Wasser. Genau, die sind nur abgehauen, die Feiglinge! Leute, habt ihr das gesehen? Bex und so sind alle abgehauen, wir haben Max gerettet! Max ist zwar nicht mein Feind, aber wir haben ihn gerettet, Leute! Weil nämlich das Herz soll nicht stehen gehören, Leute! Ist, du antwortest nicht, ich hab dem auch nochmal geschrieben. Nein, Bro, der ist der Freizeit. Recht. Im Wasser, Bro, den kriegen die nie. Ja, aber er war ja eben bei denen auf der Insel. Er hat doch gecallt. Nein, nein, glaub mir, der macht wieder mit Dreizack seine Faxen da. Sue schafft das! Kommt hoch, Leute! Ja, wir kommen hoch. Ja, ja. Sue macht da wieder seine Faxen mit seinem Dreizack. So. Er schreibt mir gerade. Was schreibt er? Burg. Ich hab geschrieben, Burg. Er sagt, wo seid ihr? Ja, also, Bro, ich hab nur gesehen, ich hab mich gerade, Sue hat mir geschrieben, dass die dich zu fünft wieder mal platt machen wollen, Max. Und deswegen, ich sag dir ehrlich, diese Ungerechtigkeit von den Hampelmännern, Bro, dass die laufen zu fünft und sechs auf einzelne Leute gehen. Das geht mir zu weit, Bro. Geht zu weit. Jungs, das ist jedes Mal dasselbe. Jungs, ich möchte jedes Mal dasselbe. Warum klären die nichts alleine? Sagen, Jungs. Also erstmal will ich mich bei euch entschuldigen, bei den TikTok-Clan. Wir sind nicht der TikTok-Clan. Genau, Max! Bei dem TikTok-Clan. Ich will mich entschuldigen bei euch für unseren Krieg, den wir geführt haben. Für alle Herzen, die vergossen wurden. Und für alle Bases, die zerstört wurden. Heute habt ihr gezeigt, dass ihr wahre Freunde seid. Wahrscheinlich hätte ich gerade ein Herz verloren. Die waren ja dazu fünft. Bro, ich weiß nicht, ob die mir eine Falle gestellt haben. Für Gerechtigkeit! Mein engster Verbündeter. Dass wir sind da oben auf dem Berg, Mit unseren Feinden gekommen, mit unseren ehemaligen Feinden gekommen bist. Ich hab das gestern mit dem Pister, ich hab versucht, diesen geheimen Base zu finden, aber unmöglich. Das hat wirklich jetzt alles geändert. Ja, komm, ich geh auch gucken, falls da jemand ist. Da war 100% einer. Max, das ist die Wahrheit. Let's go, wir schauen nach! Gerettet, Bro. Der Abfahrt, und jetzt geht's weiter. Ente, bist du das? Nee. Ich bin hier! Hallo? Nee, war keiner, Bro. Warte mal, Alfie 100 ist Millionen. Da hat sich ausgelockt. Da fliegt jemand. Das ist Sue. Geradeaus durch. Das war Sue. Das ist Essium im Regen. Das ist Essium im Bro, Regen. Bro, hier war 100 Millionen Prozent gerade einer. Ich hab's ja auf Aufnahme. Wird sich eingebaut haben. Wird irgendwo hier eingebaut sein. Ja. Nee, hier nicht. Lass hier alles aufsprengen. Hast du genug dabei? Du hast immer genug dabei, oder? 22 TNT. Wo ist jemand hier eingebaut? Wir sprengen hier alles auf. Let's go. Ente! Warum bist du so mit dem Team? Achtung, spreng auf! Aus dem Weg! Es regnet. Glaubt ihr, jemand hat sich hier unten versteckt oder was? Hat jemand Feuerzeug dabei? Ja, nee, irgendwer war hier aber gerade. Ich hab Feuerzeug. Okay, dann lass ihn suchen. Bro, hat Ente den gesehen, dass ich eingebunden bin? Vorsicht! Vorsicht, Tinte! Zündung! Wo steckst du? Ist hier einer? Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner. Bro, ohne Scheiß, ihr könnt mir vertrauen, ich hab's auf Aufnahme. 100 Millionen Prozent war hier jemand. Vielleicht war das so ein Pferd oder so? Nein. Ein Diamantpferd. 100% war es ein Spieler. Dann lass dir alles aufspringen. Ey, aber wo sind jetzt die Wassermänner? Ey, die Wassermänner, ne? Das ist gut. Bro, die sind übertrieben weit weggerannt, ne? Ich hab die ja komplett voll lange verfolgt, um zu sehen, ob wir ein Base sind, ne? Der Army war das, schreibt der Army war das. Die Freischwimmer. Army. Army? Da gibt's doch auch Stress, oder nicht? Die drei, Junge, die haben, glaube ich, Seepferdchen gerade wieder gemacht. Ja, die haben sich Seepferdchen geholt!
Die Auslogger. Die Auslogger. Alp, ich scheiße einfach weggerannt. Alp ist einfach weggerannt. Ey, Jungs, ich sag auch, wir müssen hier gemeinsam, Bro, wenn nochmal hier die Hampelmänner mit 5, 6 Leuten auf einzelne Leute wieder gehen, dann müssen wir zusammenhalten, egal wie es aussieht. Genau! Ja, Bro, Mann. So eine Ungerechtigkeit gibt's hier nicht mehr. Wir haben jetzt ein Bündnis gegen die Hampelmänner. Genau! Hampelmänner müssen endlich mal rein! Und jetzt verbrennen wir den Vertrag zwischen den Ampelkriegern! Jungs, ich hab darauf geachtet, die sind nie alleine online, ne? Die sind immer zu zweit oder so mindestens online. Warte mal, mach den Vertrag hier drauf! Wir sprengen jetzt den Vertrag! Ja, Vertrag sprengen! Ja, spreng den Loser! Let's go! Wegkommen! Spreng! Ja! Ja! Weg mit dem Vertrag! Juhu! Er ist weg, der Vertrag ist weg. Der Vertrag ist weg. Hat sich ausgelockt, die Alphastein. Oh mein Gott. Strong, strong, strong. Ey, Leute, das war wirklich krass. Ihr seid im richtigen Moment. Das war wirklich heftig. Wo sind die Hampelmänner jetzt? Das Ding ist, die werden nochmal angreifen, zu 100%. Die werden jetzt, die sind auch alle da. Alle sind noch da. Die werden, Bro, die sind abgehauen. Die haben Schiss, die werden, die werden jetzt warten, bis sie die einzelnen Leute rausholen können. Ja, 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 ich muss aufpassen jetzt, Jungs. Stimmt, die werden wieder mit 10 Leuten auf einen kommen. Das ist das Einzige, was sie können. Ja, da müsst ihr euch aufpassen, wenn ihr jetzt alleine unterwegs seid. Was macht man da? Wer ist das da unten? Ezio, ne? Ah, das ist in der Gruppe. Warte mal. In der Gruppe mit... Wie ist das Passwort? Mit Darius in der Gruppe. Das Passwort bestimmt Huhn. Nee. Bro, auch krass, dass die Hampelmänner sich wieder Verstärkung von einer anderen Allianz holen mussten, ne? Ja, und was hat Gambo da gemacht? Der ist neutral und dann ist Gambo ist mit denen zusammen, Bro. Und Gambo, und die wollten Gambo auf Max ist, gehen, obwohl der PvP nicht so gut ist, ey. Ist das Gambo ist mit Domme, bedeutet Domme wird bei denen auch sein. Oh das, Ding ist, das Ding ist auch, ich bin mir auch nicht so sicher, ob die mich nicht angegriffen hätten, wenn ich weak wäre. Weißt du, erstmal so mit Russa kämpfen, die standen alle an der Seite. Ja, ja. Du hättest Russik besiegt und dann wärst du der Nächste gewesen. Ja, das ist 100% sein. Bro, bro, bro. Die wollten mich ja auch zuerst irgendwie in so Gambos Haus locken. Wahrscheinlich haben die da eine Falle oder so vorbereitet. Also ja, das wollten die gestern bei uns auch, ganz, Bro. Ganz komisch. Ganz sass auf jeden Fall. Leute, und jetzt haben die Hampelmänner in die Flucht geschlagen. Seht ihr mal, was die können, ja? Wir haben Max gerettet. Wie gesagt, Max war eigentlich mein Feind. Aber zusammen haben wir die Hampelmänner in die Flucht geschlagen. Leider Alpha auch. Und das ist immer noch bei den Hampelmännern. Die wollten 5-1 Max besiegen und jetzt checkt ihr das eigentlich? Die wollen mit Max eine Gerichtsverhandlung machen, wo Gabo der Richter ist und ich weiß genau, dass Gruppe nicht neutral ist. Chaos und Banks. Wir haben tapfer gekämpft, Freunde! Ente, erstmal Props, sehr schöner Move, wie du den Kampf gestartet hast. Bro, und Stani, diese eine Aktion mit den Spinnnetzen, wo wir Flo fast gehabt hatten, das war auch krass. Wir hatten Flo fast gehabt und Banks auch, die waren richtig low. Ja, ja, also ich glaube, Flo hat vielleicht noch 2, 3 Herzen gehabt. Ist dort, lass den angreifen, bitte! Alpha! Der ist dort! Nein. Alpha, was geht, Bro? Du hast die Box, dass du dich auslocken kannst! Hier ist er! Alpha, Bro, was geht, Bro? Wirf den Perl! Er kann sich nicht auslocken, hab ich! Hier! Wo ist er? Ender Perl Richtung Hafen, ne? Hinterher! Wo? Nein, wo ist er? Da am Hof! Wasser! Nein, jetzt ist er auch im Wasser, oder was? Alpha! Egal, ich geh hinterher. Ich glaub, das ist aber eine Falle. Der lockt uns zu Flo, der will uns zu Flo locken. Ist mir sowas von egal. Jo, das ist eine Falle. Ich geh da nicht hinterher, Leute. Ich hab doch 2 Herzen. Ich kann's nicht riskieren auf so eine Falle. Weil ich glaub, der lockt jetzt nämlich zu Banks und den anderen, Leute. Die wollen Sio locken, ganz sicher. 100%. Jetzt muss ich nur kurz zu den anderen gehen. Ja, der ist weg. Ich glaub, aber das ist eine Falle, safe. Der will ihn zu den anderen locken. Nee, ich glaube, er hat sich gerade eingeloggt wieder. Ja, Bro, die sind wieder. Also, die sollen sich lieber Wasserkrieger nennen oder Wassermänner oder was auch immer. Seepferdchen, ja. Also, das bringt ja gar nichts mehr. Die hauen ja nur über Wasser ab. Junge, ja, die sind wieder ins Wasser gehauen. Das Ding ist doch. Also, klar, jetzt haben wir gerade ein bisschen mehr gewesen, aber Bro, die Leute schreiben doch immer, wenn wir rein, Banks macht 5 Leute kalt. Ja, und ich hab Banks gesehen, ich war einmal kurz Bro, die schreiben mir alle in meinen Chat rein. Die schreiben mir in die Kommentare, Banks macht 3 gegen 1. Ja, aber warum macht das denn nicht, hä? Ja, genau. Ich check's nicht. Also, das ist ja das Ding, Leute, wenn wir so schlecht sind und alles, wieso haut er denn ständig ab und gestern auch bei dem 1 gegen 1, was wir gehabt hatten? Versuch also, das verstehe ich irgendwie nicht. Rüber zu locken, so. Guckt mal, Leute, was die für komische Fallen machen. Wie, wollen die dich rüber locken? Bro, guck mal, unsere Fallen sind krank. Deren Fallen ist so, ey, Alfie, versucht mal irgendeinen herzulocken. Bro, WTF? Ja.
Bro, ich sag dir ehrlich, ich weiß auch nicht. Guck mal, Wie viel fällt jetzt denn los? Ah, das ist Survive da unten. Jungs, was ist eure Meinung zu Rhino und Survive? Die waren auch gerade hier. Die haben uns geholfen, das war super stark. Ja, das finde ich halt krass. Die haben uns irgendwie... Obwohl ja, aber die ich eigentlich... hatte ja eigentlich gar nichts gegen die gehabt. Die kommen. Es geht weiter. Hier, die kommen. Wo kommen die denn? Ja, hier unten. Denkst du schon unten? Wo sind die anderen? Ja, Wo sind die anderen? Bro, ich sag, guck, er schwimmt da. Ich sag ehrlich, Jungs, also ich würde jetzt, ich hab mein Helm ist halt nur ein Viertel, ne? Ja, ich bin auch Alpha, da unten ist auch Alpha. Alles gut. Meine Ausrüstung ist auch noch. Wir haben tapfer gekämpft. Also wenn deine Rüstung jetzt eh kaputt ist, dann zieh dich zurück, reparier die Vorsichtshalber. Dann sehen wir uns später. Da unten ist Alpha. Ja, also Dings, guck mal, wir hatten gerade einen Fight gehabt, die sind wieder abgehauen, jetzt haben sie ihre Rüstung repariert und kommen wieder. Das ist doch ein Lacher, Bro. Ja, genau, Seepferdchen. Ich hab ihn getroffen, haha. Ja. Ja, sollen wir jetzt reingehen? Gut. Das ist ja weg. Der, und wieder ein Tag, wo wir gewonnen haben. Dann ja, wenn wir hingehen, dann kommen die wieder ehrlich, ins Wasser. Die gehen da unten eh wieder ins Wasser. Das bringt gar nichts, reinzugehen, ja. Weil das bringt nichts. Guck mal, die sind so paranoid gerade drauf, dass die in der Gruppe miteinander reden. Ja, das bringt nichts. Also ich sag euch ehrlich, Jungs, ich glaube, wir sollten uns auch jetzt auch nicht auf den Fight einlassen, weil die hauen eh wieder ab. Die wollen nur unsere Rüstung kaputt machen. Warte mal. Hat jemand gerade was zu essen? Steak oder so? Irgendwas Normales? Drop dir, Lukas! Boah, danke, danke. Oh, Stani und Alfi 1 gegen 1? Bro! Alfi besiegt doch locker, Bro! Ja, Alfi, Bro, ist nicht schlecht, sag ich ehrlich. Ja, safe, Alfie, aber ich hab ja auch trainiert. Schlecht, ich hab ja trainiert mit Ento und so. Die wollen wahrscheinlich jetzt kämpfen, weil die ihre Rüstung repariert haben. Aber wir haben unsere Rüstung nicht repariert. Deine Rüstung ist zu low zu kämpfen. Also, ich bin ready, ich hab nur einen Ersatz zu kommen. Jungs, ich bin raus. Lasst euch hier gar nicht irgendwie auf diese Wasserfilme da ein, auf dieses Wasserballett, was die da jedes Mal machen. Da vorne ist halt, da vorne läuft er den Berg. Ja, Bro, er willst du locken. Jungs, ich bin raus, ja? Jo, pass auf dich auf. Pass auf, dass du nicht. Okay, das wollte ich gerade sagen. Nicht, dass er nicht. Nicht, dass er ein Pfeil ist. Lass ihn mal versuchen, ein paar Pfeile zu drücken, Alfie. Ja. Seht ihr, lockt uns jetzt. Ey, nee, nicht dahin, hallo. Jungs, die sind noch nicht doof. Banks und so sind auch schon hier, Max, ne? Damit du Bescheid weißt. Ich würde nicht hinlaufen. Gar nicht. Der lockt uns jetzt irgendwo hin und dann haben die da eine TNT-Falle oder so. Wir dürfen uns da nicht hopsen lassen. Wo ist Rhiney? Boah, der ist auch wieder weg, glaube ich. Gut, Leute, ich bin auch fertig. Meine Aufnahme ist viel zu lang. Das reicht mir. Es geht's auch. Passt auf euch auf. Nicht, dass ihr jetzt alleine fightet. Ja. Tschüssi. Ja, ein paar Pfeile gehen noch. Und krass, was ich hier. Leute, wir müssen jetzt nämlich abhauen, so. Weil Alpha will uns nämlich in eine Falle locken. Alpha ist eigentlich mein bester Freund. Aber er will uns dann in eine tödliche Falle locken zu Banks und den anderen. Ihr seht, Leute. Wir haben gekämpft. Alle zusammen haben wir gekämpft. Und haben die Flucht geschlagen. Und die? Was machen die? Die gehen unter Wasser, Leute. Und haben Angst. Die Blubberkrieger. Die Waschmittelkrieger. Die Seepferdchen, Leute. Haben Angst vor uns und verschwinden einfach übers Wasser. Und rennen weg vor uns, weil sie zu viel Damage bekommen haben. Und vor wollen sie noch Maxi einfach besiegen. Tja, aber nicht mit uns, Leute. Nicht mit uns. Wir sind nämlich zu krass. Let's go, so. Und deswegen lasse ich mich jetzt nicht auf so einen Kampf ein. Wenn die aber das reparieren, ihr seht, mein Helm ist fast damaged. Ich habe nur eine Ersatzrüstung. Aber auf dem Helm, ja, habe ich leider keine Haltbarkeit. Das heißt, der Helm ist auch so schnell kaputt. Das wäre nicht schlau, jetzt hier nochmal zu kämpfen, Leute. Ich bunde mich erstmal ein. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Video. Ciao.